So, meine Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Silbern Edition Soul Silver. Im letzten Part haben wir den Arenaleiter Rocco besiegt und nun in diesem Part geht's auf zu Pyro, wie auch immer, oh. Gut, als allererstes müssen wir unsere Pokémon heilen und dann durch die Vertania-Wald zu Vertania City und von da aus nach Alabastia und so weiter und so fort. Aber fürs Erste heile ich meine Pokémon. Denn das wird jetzt eine sehr, sehr lange Reise, die ungefähr 10 Minuten beträgt. Genau. So, also erstens hier raus. Und vielleicht finde ich ja das ein oder andere Nette hier in meinem Team. Was auch noch vorne. Vorne. Am liebsten wäre es mir, wenn Golden Girl jetzt noch ein bisschen trainiert wird. Denn sie ist leider noch das. Also eines der schwächsten Mitglieder hier im Team, was ich ziemlich schade finde. Denn in 5 Leveln entwickelt sich dieses Pokémon zu einem mächtigen Dragoran und hilft uns somit bestimmt bei dem ein oder anderen Kampf. So, hier haben wir den Vertania-Wald. Was fällt mir jetzt dazu ein? Auf dem Weg nach Vertania City. Okay, wir müssen uns jetzt nicht wirklich mit diesen Kämpfen hier befassen. Eventuell mit den Trainer kämpfen. Und viele Menschen mögen hartschalige Pokémon, aber ekeln sich vor Weichen. Das ist ein weit verbreitetes Vorurteil. Alles klar, also pervers bist du jetzt nicht, ne? Da wollte ich jetzt nur auf Nummer sicher gehen. Sorry, wenn ich dir jetzt zu nahe gekommen bin. So, Golden Girl, Drachenstoß. Und das Pokémon ist down. Gut, Banger ist Level 44. Als nächstes kommt Beborn. Das wird auch ein leichtes, das Ding zu besiegen. Eventuell mit einer Turbo-Tempo. Leider kein One-Hit, merke ich gerade. Nochmal Turbo-Tempo. Turbo-Tempo. Vor meinem Akzent. Und das letzte Pokémon ist ein Pikachu. Da würde ich aufpassen. Oh ne, Nassschweif ist, glaube ich, eine physische. Okay. Ich weiß es jetzt gerade nicht, ich gucke am besten mal. Aber ich tippe schon auf physische Attacke. Hallo? So. Ja. Tatsache, oder? Ne, warte mal. Das war keine andere Attacke, ne? Ne. Tatsache. Gut. Physisch, psychisch, wie auch immer. Ja. Also im Vertania-Wald haben wir jetzt eigentlich nicht viel verloren. Hier ist eine versteckte Top-Genesung, die holen wir uns mal schnell. Und machen uns jetzt hier auf den Weg weiter. Tiefer in den Wald, tiefer. Naja, jetzt meinen wohl die ein oder anderen Abonnenten, dass er sehr, sehr zweideutig klang. Ja, wisst ihr was, ich habe gerade so richtig Bock zu Let's Playen. Und ich glaube, deswegen nehme ich auch jetzt gerade den Part auf. Es macht einfach Fun. Gerade eben habe ich noch ein Anime geguckt. Für die, die es wissen wollen, es ist der Anime Tengen Toppa Gurren Lagann. Das war jetzt aber richtig ausgesprochen. Ziemlich geiler Anime. Wirklich richtig geil. Der Anfang ist so ein bisschen zappelig, aber nach und nach wird der Anime wirklich nur geil. Naja, das tut hier jetzt nichts zur Sache. Wir haben ein ein gegnerisches Horn hier auf Level 28 und ich muss sagen, das war nicht wirklich eine Bedrohung, ne. Okay, das nächste Pokémon ist also ein Beibor. Interessant. Windhose. Ja. Früher dachte ich, wieso zum Teufel hatte ich das Windhose, bis ich dann, den Durchbruch erlangt habe, genau. Hypertrank, komm. Golden Girl, setz Hypertrank ein. Gut, die Kampagnen sind wieder schön. Oben. Nassschweif und. Oh yeah, Bitches. Kukuna, oh wie süß. Nassschweif, noch einmal. Diese harte Schale ist zerstört. Was sagst du jetzt, Bro? So, nächster Gegner erwartet uns etwas tiefer im Wald. Hallo, genau, du. Genau, gegen dich wollte ich kämpfen. Die sehen alle so gebräunt aus, zumindest die Sprites. Liegt das an den Lichtverhältnissen? Ich weiß es nicht. Gut, Trainer Hinrich, ja, ich muss schon sagen, geilster Name überhaupt. Hier an der Stelle, ne? Härtner. Kann man sehr schnell vor allem bei diesem Pokémon zweideutig verstehen, ne? Das ist echt kaum zu glauben. Naja. Härtner, alles klar. Noch einmal. Ah, Drachenstoß. Gegner nehmen, okay. Wie? Hallo, das Härtner geht. Ich habe Glück, dass das überhaupt was abzieht.
Okay, Gone Girl ist jetzt auf Level 51. Die Werte, der Angriff sieht wirklich brillant aus. 4 Punkte für den Angriff. Wobei das andere wird dann vernachlässigt. Naja, ich mache jetzt hier nicht wirklich ein EV-Training. Egal, Drachenstoß, komm. Kein One-Hit. Dann müsste dich das hier down bringen, wa? Und down ist es, perfekt. Und Hinrich ist besiegt. Ja, Hinrich, was sagst du jetzt, Hinrich? Du bist der Nächste. Psst, nicht so laut, du verjagst ja alle die Käfer-Pokémon. Na und, Wayne. Ach ja, Drachenschuss. Zerquetsch das Pokémon. Oh, das hättest du nicht tun sollen. Nassschweif, komm. Und ja, was sagst du jetzt? Zoran heißt er also. Interessant, der Name. Wirklich sehr interessant. Wildes Pokémon. Was bist du? Ein Hornio auf Level 3. Nee. Kann ich nicht gebrauchen. Wie wär's, wenn ich irgendwann mal ein Let's Play mache von einem Pokémon-Spiel und dann ein Käfer-Type-Only-Run? Wie wäre das? Ziemlich lame. Ja, kann man so hinstellen. Ziemlich lame. Da hätte ich ja bei den meisten Editionen nur die gleichen Pokémon, ne? Ja. Also, ja. Willkommen im Vertaniawald, dem Paradies für Käfer-Pokémon. Und das Paradies für geistig schön amputierte. Okay, Golden Girl, setz Nassschweif ein und verpasst diesem Bieber einen Schlag, dass sie ihn ins Jenseits führen tun soll. Oh ja. Yeah. Gut, Bieber, du bist down. Smetmo ist das nächste Pokémon. Also im Gegensatz zu Bieber mag ich Smetmo wirklich sehr. Also im Vergleich jetzt, ne? Ja. Mehr gibt's da nicht zu sagen. Banger ist auf Level 45. Die Werte sehen. Da muss noch ein bisschen gefeilt werden. Aber ich glaube, ich werde da auch kein EV-Training dafür machen. Finde ich überflüssig. So, jetzt können wir hier einen auf dem Weg nach Vertania City. Auf dem Weg. So. Den Baum zerschneiden. Und wir haben schon 7 Minuten hier verschwendet. Ich glaube, erst im nächsten Part schaffe ich es, das hier alles zu machen. Weil da ist doch was. Ah, scheiße, wildes Pokémon. Was bist du? Ein Hornio. Tschüss, Hornio. So. Oh yeah, Top Aether. Oh yeah. Oh, ey, diese wilden Pokémon gehen mir so auf die Nerven. Komm, Flucht. So. Oh ne, warte mal. Weißt du was? Wenn ich schon hier so im Gras rumlaufe, kann ich auch Topshots einsetzen. Ja, wieso nicht, ne? So, da ist ein Pokéball, der jetzt mir gehört. Blattstein. Was kann man alles mit Blattstein entwickeln? Duflor, soweit ich weiß, zu einem Giflor. Oder? Ja, Giflor. Und sonst, ne, warte, hier den Song. So, 3, 2, 1. Auf dem Weg nach Vertania City. Oh, geil, ne? Also ich muss sagen, DSDS, ich komme. So, nee, da will ich jetzt nicht hin. Ich will gegen dich kämpfen. Was haben Mädchen bloß gegen Käfer-Pokémon? Naja, die Käfer-Pokémon sind ja nicht das eigentliche Problem, sondern eher die Leute, die diese Käfer-Pokémon benutzen, ne? Wenn du weißt, was ich meine. Keine AP-Scheiße. Ventosa. Okay, Golden Girl, ich weiß nicht, ob Golden Girl den Kampf gegen Ariados noch schaffen wird, denn Drachenschuss und Nassschweif haben sich verabschiedet von der AP her. Heißt also, nur noch 2 Attacken bleiben hier, gleich nur noch eine. Und Bert ist besiegt. Lass uns Telefonnummern austauschen. Gemeinsam entdecken wir bestimmt viele Orte der Käfer-Pokémon. Oh, ist das nicht schön, dieser Bug. Als ob ich den nicht gemerkt habe. Okay, ich mache das wie immer. Ich pausiere jetzt kurz und speichere das Spiel. Starte es neu und nimm dann wieder auf. Bis gleich. Ja, nach diversen technischen Problemen geht es jetzt weiter. Ich habe gerade eben gemerkt, dass das Game schon 23 Stunden gespielt worden ist. Krass, ne? Echt krass. Naja, 2 Pokémon. Das erste ist Bieber und vielleicht ist das ein totes Bieber, aber sowas von totes. Naja, tot gibt's ja bei Pokémon nicht, ne? Wenn man so recht überlegt. Okay, Golden Girl, du wirst mir jetzt nicht mehr weiterhelfen können. Deswegen geht ein anderes Pokémon rein. Und zwar, Like a Blaster, let's go in den Kampf.
Und Like a Blaze setzt Kaskade ein. Bow! Tschüss, Matt Bow. Und Götz. Heißt der eiskalt Götz. Ja, komm, hier, Telefonnummer. Werd glücklich. Gut, da sehe ich einen Pokéball. Der gehört mir. Der sieht aus, als ob er zerschnitten werden könnte. Möchtest du Zerschneider einsetzen? Klaro, möchte ich. Morgen wird's Zeit für die Schule. Naja, für mich nicht. Ich gehe zum Praktikum, zu einem Sozialpraktikum. Keine Ahnung, wieso ich das jetzt erwähne, aber wenn ich schon mal hier nur Scheiße am Machen bin, kann ich auch das... Oh nein, da wollte ich nicht schreien, Scheiße. Ey, warte mal, warte mal, wenn ich nicht alles täusche, dann... Aha. Zauberasche läuft. Ja, okay, dann, danke. Sowas wie Toppeleber ist das jetzt. Naja, Schutz wirkt nicht mehr. Ja, so schlau bin ich jetzt auch geworden. Ja, ja, komm, hier zerschneiden. Und Silver. So, also, wo war ich gerade eben? Ja, genau, morgen fängt das Praktikum an. Ich muss schon um 5.30 Uhr aufstehen. Ich meine, what the fuck? Ja, 5.30 Uhr muss ich aufstehen. Das ist nicht gerade schön. Überhaupt nicht. Da gibt es echt nichts Positives dran. Und um 16 Uhr komme ich wieder nach Hause. Ja, geil, ne? Also um 7 Uhr beginnt die Schicht im Krankenhaus. Ja, ich mache das Praktikum im Krankenhaus. Wir dürfen uns leider kein Berufspraktikum ja, zu eigen machen, sage ich mal so. Weswegen auch immer. Unsere Schule hat wohl was gegen uns. Und ja... Sozialpraktikum im Krankenhaus. 3 Wochen lang, wie es mit den Let's Plays dann aussehen wird. Ich mache morgen ein Infovideo, beziehungsweise mache jetzt gleich ein Infovideo und lade es erst morgen hoch. Für den Fall, man weiß ja nie und so, ne? Und so. So. Hier gibt es eigentlich auch nicht viel zu machen, also beziehungsweise ich habe jetzt hier zurzeit auch nicht viel vorzumachen. Wir gehen jetzt direkt weiter runter in die Route. Und, wo war ich gerade eben? Kontext entschließen, bitte. Bitte warten. Oh, wie süß. So, warte, nee, scheiß drauf. Scheiß drauf. Warte, ihr wollt doch bestimmt alle kämpfen. Alter. Golden Girl. Lass es. So, und? Du, Brillenschlange, dich werde ich jetzt besiegen. In der Schule lernt man... Die Theorie, jetzt kommt die praktische Anwendung. Aha, alles klar, also war ich gerade eben. Genau, Praktikum, das wird in einem Krankenhaus gemacht und 5.30 Uhr aufstehen, das ist doch wirklich ein Grund, sich zu freuen. Ne, eigentlich nicht. Und Staffette, was kommt? Oh mein fucking Gott. Naja, One-Hit, was wollen wir machen? So, also Krankenhaus, 5.30 Uhr aufstehen, 16 Uhr nach Hause kommen, 7 Uhr beginnt meine Schicht, eine Stunde Weg. Also, ich glaube, da hat ja was irgendjemand gegen mich, ne? Also zumindest sieht's so aus, für mich. Okay, Slam, Nassschweif ging daneben, Alter. Golden Girl, scheiße. Like a Blaze. Du musst es denn... Du musst Golden Girl rächen, Kaskade! Und down. Bitches! Valentin, du bist besiegt, Valentin. Ich werde Valentin, du bist besiegt. Und du bist der Nächste und ich habe gerade eben geklatscht. War das nicht geil? Wenn ich zwei Trainer begegne, heißt es sofort Ringfrei. Ja, das würde ich auch sagen. Okay, 3 Pokémon besitzt du. Das erste Pokémon ist ein Rosanna und zu diesem Pokémon habe ich auch eine kleine Geschichte. Und zwar wurde im Anime in der ersten, zweiten Generation, ich bin mir nicht mal hundertprozentig sicher, eine Folge wegen einem Rosanna verbannt. Der frühere Sprite von Rosanna war ein, ja, schwarzer Sprite, sagen wir es mal so. Und ja, eine... Also was heißt schwarzer Sprite? Das Linane war halt dann früher schwarz, ne? Und so eine wissenschaftliche Doktortitel tragende Professorin, was weiß ich, meinte, dass das ein rassistische Dings wäre. Ja. Also es sehe halt so aus, als ob das eine rassistische Anspielung wäre. Was ist eigentlich nicht wahr, denn ich habe mir immer den ein oder anderen Ausschnitt der Folge angesehen und konnte da
um Gottes Willen wirklich nichts entdecken. Und ja, der Sprite von Rosanna war, wie schon gesagt, in der... Oh mein Gott, was sucht mein Pokémon? Wow. Hast du gut gemacht, Banger. Also, wie schon gesagt, rassistische Anspielung wegen dem Rosanna. Der Sprite war ja früher schwarz. Also, zumindest ein Teil davon, ne? Und eigentlich wollte Game Freak damit, ja, bezwecken, dass, also das sollte eigentlich eine Anspielung auf, so... Oh, mir fällt der spezielle Name jetzt gerade nicht ein, das ist schlecht. Für so, sagen wir jetzt mal so, so Barbie-like, ich werde sowieso irgendwann mal einen Pokémon-Mythen-Teil machen und da wird das höchstwahrscheinlich drin sein. Bis dahin könnt ihr auch mal googeln und vielleicht werdet ihr ja schlau. Könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Weil ich finde das schon krass, dass viele Folgen von Pokémon gebannt wurden. Da gab es noch eine Folge, ich weiß nicht, welche das war. Ich glaube, das war 38 oder so, Pokémon Folge 38. Und da war es halt so, dass es einen Bikini-Wettbewerb gab. Ja, es klingt schon so hart. Und ja, da haben mehrere Personen mitgemacht, unter anderem Misty, Jesse und, ob man es glauben mag oder nicht, auch James. Und da hatte der wirklich sehr, sehr echt aussehende, ja, ihr wisst schon, ne? So viel sei mal dazu gesagt, ne? Gut, Risikotackle, Rockzuckip geht weg. Ja, deswegen wurde die Folge auch verbannt, weswegen, ich weiß es nicht, ich werde aber irgendwann, wenn ich die Zeit finde, so ein extra Video dazu schon machen, dann braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Und, ja, meine Erklärung war zwar nicht einmalig und da habe ich auch eine Trainerin verpasst, aber egal. So, wir sind in Alabastia, ich habe noch ein bisschen Zeit aufzunehmen. Und, ne, das ist das Haus von Blau, aka Gary. Haus von Blau, ja. Und hier ist das Haus von Trainer Rot, aka dem Protagonisten in der Pokémon Feuerrot und Blattgrün Edition. Mein kleiner Rot ist auf Reisen und meldet sich gar nicht mehr bei mir, wo er jetzt wohl ist und was er dort treibt. Wenn er sich nicht meldet, heißt das wohl, dass es ihm gut geht. Aber ich mache mir eben Sorgen um ihn. Ja, verständlich, arme Mutter, verständlich. Gut, dann würde ich sagen, geht's weiter mit Le... Warte, ich glaube, ich bin mir nicht 100% sicher, aber war das nicht so, dass der Typ... Nee, anscheinend nicht. Okay, das war's, Herr Steve-Law. Möchtest du Surf einsetzen? Klar möchte ich Surf einsetzen. Auf, zu neuen Ufern! Und dann wird's Pokémon. Ah, nee. Damit werde ich mich nie anfreunden. Nie, nie und nimmer. Nicht im Pokémon. Nicht in diesem Leben, nee. Okay, Pokémon, wir haben noch Banger, Silver, Toxic und Like a Blase zur Verfügung. Like a Blase möchte ich jetzt nicht wirklich gerne in den Kampf schicken, da wir jetzt gleich hauptsächlich gegen Wasser-Pokémon kämpfen und das dann nicht so wirklich reinpasst, also ins Schema. Deswegen bekommt IZS fürs Erste eine Top-Genesung. Und ich sehe gerade, das ist wirklich eins meiner stärksten, ich glaube sogar das stärkste Pokémon von allen. Hm, nicht gut. Die anderen Pokémon müssen sich mal beeilen, ne? IZS, du bist zu stark. Aber wen soll ich denn sonst in den Kampf schicken? Toxic. Wisst ihr was? Wieso eigentlich nicht? Komm, Toxic, nach vorne. Und, Beute. Was wollte ich jetzt gerade machen? Nix Beute. Ich glaube, ich wollte Pokémon gehen, genau. Ah, doch. Ich wollte Beute gehen und mir da ein Dings holen. Wie heißt es? Topschutz, genau. Und das hier jetzt schön einsetzen. Na, na, na. Okay, du bist die Erste. Oh, hallo. Möchtest du mir den Rücken eincremen? Aber gerne. Oder willst du lieber kämpfen? Ja. Okay, da muss ich wohl oder übel erstmal gegen dich kämpfen. Besitzt ein Jurob auf Level 37. Ich würde sagen, ich setze eine Gigasauger-Attacke ein und gucke, wie lange das gut geht so. Und eine Biss. Oh, Wasserdüse. Ist eine sehr schnelle Attacke. So, by the way. Und als nächstes kommt Dewgong. Ja, da kann ich mich jetzt mal auf was vorbereiten. Ist die Weiterentwicklung von Jurob. Aber ich glaube, ich habe gerade eben Dewgong gesagt, ne? Zu Jurob. Nicht schön. Taucher.
Was du kannst, kann ich schon lange. Fliegen! Nein, nicht das gleiche. Oh ne, voll hübsch. Gigasauger und Jugong ist down. So, Thea, du bist besiegt und das mit dem Rücken eincremen, ja, vergiss das mal lieber. So, wer bist du? Na, wen haben wir denn da? Guten Tag, ich bin der Kamera-Kauz Wigbert oder wie der auch immer heißt. Du bist jung und fotogen. Wie wär's mit einem Erinnerungsfoto? Ja, wieso nicht? So, jetzt schöne, geile Pose machen. Swag-Pose, ne? Puh, wie mein Team aussieht. So richtiges Hartz-IV-Team. Okay, dann hier, du. Ich hab das Angeln satt. Also gut, lass uns kämpfen. Ach, 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 du kleiner Verwirrter, du. Muschas besitzt du anscheinend. Okay, Gigasauger. Und, Evola, du bist down. So, Adam. Adam! Adam! Du bist besiegt. Okay, das war's. Steve Blau, möchtest du Surf einsetzen? Und ich merke, dass meine Stimme langsam, langsam weggeht. Aber, naja, sagen wir es mal so. Das tut jetzt gerade nichts zur Sache, denn ich bin voll im Element des Let's Plays. Oh yeah! Das hat sich geil angehört, wa? Oh yeah. Gut, ich schätze, dass der Typ schon mal Herz hat richten. Ja, mit Vogel-Pokémon was zu tun. WTF, was war das? Tschüss! Da ist das Kabel anscheinend rausgegangen. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber das hat mich jetzt gerade zu Tode erschreckt. Und ja, Ladungsstoß und ich glaube, ich beende den Part jetzt auch gleich. Komm, das musst du schaffen. So, Headset. Geh nicht kaputt, ich brauch dich noch. Also es wird schon Zeit, langsam neues Headset zu besorgen. Welches das sein wird, ich bin mir noch nicht so sicher. Ich habe das Headset seit einem Jahr, seit einem verdammten Jahr. Und die eine Ohrmuschel ist etwas Schrott, also da kommt nicht mehr ganz so viel Ton raus wie früher, was ich ziemlich schade finde. Denn die 10 Euro Investition, die ich damals für das Headset gemacht habe, haben sich wirklich wirklich gelohnt. Also meiner Meinung nach. Und ich denke die ganze Zeit, ich bin auf dem einen Ohr irgendwie ein bisschen taub oder so. Naja Leute, wisst ihr was? Ich beende den Part jetzt hier. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und teste mal gleich, ob mein Ohr wirklich so, naja, wisst ihr was? Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Schreibt einen Kommentar oder so. Würde mich freuen. Bis dahin. Haut rein und ciao. Zum dritten Mal. Euer Matt.